Hallo zusammen, mein Name ist Anja von La Bavarese und im heutigen Video nähe ich mit euch gemeinsam dieses wunderschöne Dirndl Isabella. Wie immer vorab ein paar Infos zum Schnittmuster. Ihr bekommt das Schnittmuster als E-Book in den Größen 32 bis 50, einmal im DIN A4 und im DIN A0 Format. Dabei liegt jede Größe immer auf einer separaten Ebene. Das heißt, ihr könnt im PDF dann einfach an- und abwählen, welche Größen ihr euch auch wirklich nur drucken wollt. Die Nahtzugaben sind immer inklusive, aber dabei auch separat eingezeichnet. Das heißt, ihr habt auch die Nahtlinie im Schnittmuster und könnt bei Bedarf auch die Nahtzugaben entfernen und euch eure eigenen Nahtzugaben anzeichnen bzw. dann auch Änderungen am Schnittmuster vornehmen. Außerdem bekommt ihr das Schnittmuster einmal in einer Standard B-Cup-Variante und zusätzlich auch noch in einer C-Cup-Variante. Einmal als Hintergrund dazu. Standardmäßig werden eigentlich Schnittmuster immer auf ein normales B-Cup konstruiert. Wenn ihr jetzt natürlich eine größere Oberweite habt, müsst ihr dann vor allem bei eng anliegenden Schnittmustern oftmals dann Anpassungen vornehmen. Deshalb gibt es den Isabella auch noch einmal in einer C-Cup-Variante, sodass die Anpassungen für euch minimiert werden oder vielleicht sogar komplett entfallen können im Brustbereich. Und es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr ein A- oder B-Cup habt, dann nehmt ihr die B-Cup-Variante. Wenn ihr ein C-Cup habt oder auch größer, dann nehmt auf jeden Fall die C-Cup-Variante, da die dann nämlich schon mal besser geeignet ist. Zum Schnittmuster an sich, ich denke, ihr könnt es auch schon ganz gut sehen. Wir haben ein klassisches hochgeschlossenes Dirndl mit zwei Ausschnittvarianten. Oben am Halsausschnitt haben wir einmal einen schönen 2 cm Stehkragen und dann könnt ihr euch einmal das Dirndl in der Variante nähen, dass ihr es eben komplett bis zum Kragen hochschließen könnt oder auch hier mit so einem kleinen feinen V-Ausschnitt. Außerdem habt ihr klassisch, wie es sich fürs Dirndl gehört, im Vorder- und Rückenteil jeweils die schönen Wiener Nähte und das Dirndl wird vorne dann ganz klassisch auch wiederum mit einer Knopfleiste geschlossen. Ihr könnt euch zwischen den Wiener Nähten natürlich auch Paspeln zwischenfassen. Ich verlinke euch dazu mal ein Video, wie ihr euch die Paspel auch ganz einfach selbst herstellen könnt. Natürlich findet ihr jetzt all die Schritte, die wir im Video vornehmen, sowie auch die ganze Vorbereitung, wie ihr eure Schnittteile vorbereiten solltet, einmal in der Anleitung, die ihr beim Schnittmuster eben mitbekommt. Ihr bekommt ja auch immer noch eine sehr ausführliche Bildanleitung mit dazu. Und wir fangen jetzt im Video mal direkt an und starten direkt mit dem Nähen vom Mieder. Wir starten jetzt nun bei unserem Dirndl einmal mit unseren Wiener Nähten im Rückenteil. Da habt ihr ja einmal das mittlere Rückenteil hier und die beiden seitlichen Rückenteile. Ich nähe das Ganze jetzt ohne Paspel zwischengefasst. Wenn ihr aber wissen wollt, wie ihr da eine Paspel zwischenfasst, das findet ihr einmal in der Anleitung erklärt, also in der Bildanleitung. Und ich verlinke euch auch noch eine andere Anleitung zum Dirndlnähen. Da nähen wir dann auch eine Paspel zwischen. Das ist dann überall das Gleiche. Da könnt ihr dann euch einmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Hier jetzt im ersten Step ganz easy. Wir legen jetzt die seitlichen Rückenteile einmal rechts auf rechts hier auf unser mittleres Rückenteil und stecken das Ganze jetzt einmal fest. Wenn ihr jetzt beide seitlichen Rückenteile auf das mittlere Rückenteil gesteckt habt, dann können wir jetzt hier jeweils einmal die Nähte links und rechts mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Wenn wir jetzt die Nähte geschlossen haben, dann schneiden wir im nächsten Step hier innerhalb der Rundungen, damit die sich dann auch schön und ordentlich legen, einmal die Nahtzugaben ein, um beim Dirndl auch aufgrund der Stoffdicke, sage ich mal, noch mit der Einlage und so, würde ich euch empfehlen, hier so kleine Dreiecke einmal aus der Nahtzugabe rauszuschneiden. Ich denke, ihr könnt es hier ganz gut sehen. Und dann im nächsten Step, wenn ihr die Nahtzugaben hier zurückgeschnitten habt, dann bügeln wir einmal die Nahtzugaben in Richtung der hinteren Mitte. Macht es gerne auch einmal ordentlich von rechts, denn dann könnt ihr nämlich genau darauf achten, dass ihr hier nicht so eine unschöne Falte, also so einen Überschuss vielleicht an der Naht einbügelt, sondern wirklich schön ordentlich jetzt einmal die Nahtzugaben in Richtung der hinteren Mitte bügeln.
Jetzt geht's weiter mit unseren Vorderteilen. Da machen wir eigentlich genau das Gleiche. Wir haben hier einmal die zwei mittleren Vorderteile und hier unsere seitlichen Vorderteile. Ich zeige es euch jetzt wieder beispielhaft an einem, aber am anderen machen wir natürlich genau das Gleiche. Wir haben hier einmal unser mittleres Vorderteil. Hier ist unser Ausschnitt. Hier kommt dann unsere Knopfleiste hin und hier in die Ecke kommt jetzt hier eben einmal unser seitliches Vorderteil. Und auch hier stecken wir das Ganze wieder einmal rechts auf rechts aufeinander. Ihr habt wie gesagt ja auch die Knipse drin, die helfen euch dabei, die Rundung eben sauber und ordentlich zu legen. Und dann steppen wir hier auch wieder einmal unser seitliches Vorderteil mit 1 cm Nahtzugabe an unser mittleres Vorderteil, natürlich bei beiden. Und dann könnt ihr es euch denken, schneiden wir hier auch wieder die Nahtzugabe mit so kleinen Dreiecken einmal ein innerhalb der Rundung und bügeln die Nahtzugaben in Richtung der vorderen Mitte. Jetzt brauchen wir einmal unser Rückenteil und wir schließen jetzt unsere Schulternähte. Dafür legen wir ganz easy einmal jetzt die Vorderteile rechts auf unser Rückenteil, hier entlang der Schulternähte und schließen die jetzt einmal links und rechts mit 1 cm Nahtzugabe und im Anschluss bügeln wir die Nahtzugaben einmal auseinander. Dann können wir jetzt einmal mit unserem Stehkragen weitermachen. Ihr habt ja zweimal die Kragenteile und jetzt eigentlich auch ganz easy. Wir legen die jetzt einmal rechts aufeinander. Achtet darauf, dass ihr euch einmal die hinteren Mitten übertragen habt, die Knipse und auch die Knipse für die Schulternähte. So sieht das Ganze hier aus. Hier unten sind unsere Knipse für die Schulternähte und wir stecken den Kragen jetzt einmal hier entlang der kurzen Kanten und der oberen Kante einmal zusammen. Die obere Kante ist sozusagen die Kante, die etwas kürzer ist, weil wir hier diese Schräge haben. Aber ihr seht auch anhand der Knipse, anhand der Schulterknipse, welche Kante eben unten liegt und später an den Halsausschnitt kommt. Und wir stecken jetzt eben einmal hier die obere und die kurzen Kanten zusammen. Und im Anschluss nehmen wir jetzt natürlich hier auch die kurzen und die oberen Kante auch mit 1 cm Nahtzugabe einmal zusammen. Und dann hier an der Rundung könnt ihr die Nahtzugaben bzw. solltet ihr die Nahtzugaben auch wieder einschneiden, am besten wieder mit so kleinen Dreiecken. Und dann wenden wir den Kragen einmal auf rechts und bügeln ihn ordentlich aus. Weiter geht's jetzt mit unserem Futter und da das eigentlich, außer vorne haben wir eine Naht mehr, aber das zeige ich euch gleich, aber es wird eigentlich genauso genäht wie jetzt unser Mieder, deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen schneller durch. Ihr habt hier einmal wieder euer mittleres Rückenteil und die beiden seitlichen Rückenteile und wie wir es jetzt auch eben schon gemacht haben, die seitlichen Rückenteile kommen jetzt rechts auf das mittlere Rückenteil. Wir schließen hier die Wiener Nähte mit 1 cm Nahtzugabe, danach schneidet ihr wieder die Nahtzugaben hier in den Rundungen einmal ein. Und wir bügeln die Nahtzugaben in Richtung der hinteren Mitte. Dann jetzt bei unseren Vorderteilen ist es fast identisch mit dem Mieder. Wir haben ja hier noch einmal sozusagen einen Beleg, sage ich mal. Das ist in dem Bereich, wo dann später auch unsere Knopflöcher eben reinkommen, damit sie eben noch mal ein bisschen besser verstärkt ist durch den Oberstoff. Und ich finde es auch einfach schöner, wenn ihr das Dirndl so aufknöpft, dass ihr dann eben noch Oberstoff sieht und nicht direkt das Futter. Ich zeige es euch jetzt wieder beispielhaft an einer Seite. Ich packe jetzt mal eine Seite weg, aber es ist wirklich ganz, ganz easy. Die Reihenfolge ist jetzt auch eigentlich euch überlassen. Also ihr könntet zum Beispiel im ersten Step hier einmal unseren Beleg hier rechts auf unser mittleres Futtervorderteil sozusagen legen und dann hier das Ganze einmal mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Die Nahtzugaben bügelt ihr dann wieder in Richtung der vorderen Mitte und im Anschluss, wenn jetzt die beiden Teile zusammengenäht sind, dann nehmt ihr einfach wieder das seitliche Vorderteil und legt das eben dann rechts auf rechts hier an das mittlere Futtervorderteil an und dann schließen wir das auch wieder hier einmal rechts auf rechts mit 1 cm Nahtzugabe, schneiden wieder die Nahtzugabe hier in den Rundungen einmal rein und bügeln die Nahtzugaben auch einmal in Richtung der vorderen Mitte. So, den nächsten Step kennt ihr jetzt dann auch schon. Ich habe hier einmal schon das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben und jetzt nehme ich mir einmal meine Vorderteile, lege die wieder entlang der Schulternähte rechts auf unser Rückenteil und dann schließen wir jetzt wieder einmal die Schulternähte mit 1 cm Nahtzugabe und bügeln die Nahtzugaben wieder auseinander.
Jetzt im nächsten Step verstürzen wir einmal unseren Oberstoff mit unserem Futter. Dafür nehmt ihr jetzt einmal euren Oberstoff, das Mieder, klappt es einmal auf. Hier sind meine Vorderteile, hier ist das Rückenteil. Und wir stecken uns jetzt erstmal hier unseren Stehkragen noch fest. Und zwar habt ihr den ja schon rechts auf rechts einmal gebügelt. Und die beiden unteren Kanten, die könnt ihr euch jetzt auch ruhig einmal ein bisschen zusammenstecken, dass sie ordentlich zusammenbleiben. Und dann stecken wir jetzt erst einmal unseren Kragen an den Halsausschnitt. Achtet jetzt darauf, dass der Knips der hinteren Mitte aufeinander trifft und eure Schulterknipse links und rechts. Und dann starten wir jetzt einmal hinten mit dem Feststecken von unserem Kragen. Und wenn ihr jetzt nach vorne kommt, dann ist es wichtig, dass ihr jetzt auch genau euch die Knipse übertragen habt. Ich nähe jetzt hier die Variante mit dem leichten Ausschnitt. Und da ist der Knips wirklich 1 cm von der vorderen Kante entfernt. Also genau die Nahtzugabe, die wir dann auch später haben. Und genau dort legt ihr jetzt auch euer Kragenende an, hier am Knips, damit das später dann eben genau hier mit dem Ausschnitt auch abschließt. So sieht jetzt einmal unser festgesteckter Kragen aus. Der wird jetzt aber gleich mit dem Futter gesandwicht, also dazwischen gefasst. Ihr könnt jetzt aber gerne, wenn ihr wollt, natürlich jetzt den Kragen schon mal mit 0,5 cm festnähen, also innerhalb der Nahtzugabe. Dann tut ihr euch gegebenenfalls gleich leichter, wenn jetzt das Futter aufliegt. Ich fasse es jetzt hier direkt mit dem Futter zwischen. Das heißt, ihr nehmt jetzt einmal euer Futter und legt es jetzt hier einmal rechts auf euren Oberstoff. Und ich starte jetzt auch hier direkt mit dem Halsausschnitt und lege jetzt auch erstmal die Schulternähte aufeinander und achtet jetzt eben darauf, dass der Kragen schön zwischengefasst wird. Und dann stecke ich jetzt einmal entlang des Halsausschnittes alles ordentlich fest. So sieht das Ganze jetzt einmal festgesteckt aus und ihr könnt jetzt auch noch direkt einmal hier die vorderen Kanten ebenfalls aufeinander stecken, rechts auf rechts. Und jetzt können wir einmal hier unten starten, entlang unserer vorderen Kanten nähen, dann weiter am Halsausschnitt entlang. Wie gesagt, der Stehkragen wird jetzt hier zwischengefasst und drüben auf der anderen Seite wieder runter. Alles mit 1 cm Nahtzugabe. Ihr könnt euch auch hier gerne einmal die Nahtlinien anzeichnen, damit ihr hier eben die Ecken schön näht und auch hier oben. Und hier oben ist es jetzt eben wichtig, ihr könnt ihr auch ruhig einmal bis oben durchnähen und dann nochmal neu ansetzen und einen Halsausschnitt nähen. Achtet jetzt hier nämlich darauf, dass eure Naht exakt neben euren Stehkragen verläuft. Also nicht, dass ihr den mitfasst, aber dass hier nicht auch noch so ein halber Zentimeter Platz ist, sondern dass ihr wirklich exakt an euren Stehkragen hier entlang näht. Und dann könnt ihr nochmal neu starten und einen Halsausschnitt nähen und auf der anderen Seite dann eben das Gleiche. Wenn wir jetzt hier alles einmal schön verstürzt haben im Halsausschnittbereich, dann müssen wir jetzt noch an einigen Stellen ein bisschen die Nahtzugabe zurückschneiden. Und zwar einmal hier vorne in unserer Ecke. Hier schneiden wir die Nahtzugabe auch wirklich knapp bis vor der Naht ein. Und hier an der Ecke könnt ihr die Nahtzugabe hier auch einmal so entfernen. Das machen wir jetzt auf beiden Seiten. Und auch hier oben an der Ecke, wo unser Kragen ist, da könnt ihr auch ein bisschen die Nahtzugabe zurückschneiden. Ansonsten wendet das Ganze mal und guckt dann, ob es passt oder ob ihr meint, ihr solltet noch ein bisschen was zurückschneiden. Legen jetzt wieder alles rechts aufeinander. Und jetzt ist es eigentlich ganz easy. Jetzt müssen wir nämlich nur noch jeweils hier links und rechts unsere Armausschnitte verstürzen. Und dafür stecken wir die jetzt auch wieder einfach rechts auf rechts zusammen und nähen sie dann auch mit 1 cm Nahtzugabe aneinander. Und hier auch immer darauf achten, dass eure Schulternähte eben exakt aufeinander treffen und hier auch eure Wienernähte von Futter und Oberstoff, dass die eben auch genau aufeinander liegen und vor allem, dass auch eure Nahtzugaben jeweils in die gleiche Richtung und zwar immer zur vorderen oder hinteren Mitte zeigen. So sieht das Ganze jetzt aus und jetzt nehmen wir hier einmal mit 1 cm Nahtzugabe Futter und Oberstoff zusammen und natürlich auch hier noch am anderen Armausschnitt ebenfalls. Im Anschluss könnt ihr dann hier in den Rundungen die Nahtzugaben wieder ein bisschen einschneiden, gerne hier mit so kleinen Dreiecken links und rechts hier eben in der Rundung und dann zeige ich euch gleich noch, wie wir das Mieder dann einmal wenden. Zum Wenden ist es eigentlich sehr einfach. Wir haben hier unser Rückenteil und ihr greift jetzt hier einmal zwischen Oberstoff und Futter und hier die Vorderteile, die könnt ihr so ein bisschen ja, einklappen. Und dann greift ihr hier rein und zieht dann euer Vorderteil über die Schulternaht einmal nach vorne. Und dann kommt das nämlich hier
wieder raus. Und genau das gleiche machen wir dann natürlich auch nochmal mit der anderen Seite. Ihr könnt sie wieder ein bisschen so zusammenlegen. So, und jetzt bügeln wir das Ganze einmal ordentlich aus. Dann schließen wir einmal die Seitennähte mit größter Stichlänge und gucken mal, wie es so passt. Ihr solltet ja am besten schon vorab ein Probemieter mal gemacht haben. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich alles passen. Und dann bestimmen wir noch unsere Taille und dann können wir auch schon weitermachen mit dem Rock. So sieht unser Mieder jetzt schon aus. Also sieht das jetzt schon richtig nach Dirndlmieder aus. Und ich würde euch jetzt empfehlen, bevor wir die Seitennähte und alles komplett schließen, die werden ja rechts auf rechts dann geschlossen. Und zwar werden Oberstoff und Futter als eine Stofflage verwendet, also so. Legt es euch jetzt erstmal rechts aufeinander. Wir haben in den Seitennähten laut Schnittmuster eine Nahtzugabe von 2 cm drin. Schließt es aber erstmal nur mit größter Stichlänge und ohne zu verriegeln. Und probiert das Ganze dann erst einmal an. Bitte auch immer mit einem passenden BH. Und wenn ihr auch schon eine Bluse habt, die ihr drunter ziehen wollt, zieht die auch direkt an. Wenn dann soweit alles passt und ihr sagt, nee, mal unser Mieder passt mir so, dann könnt ihr euch auch schon einmal hier diese Nahtzugaben, also hier die offenen Kanten, Futter und Oberstoff aufeinander, damit das später, weil wir verarbeiten die Seitennähte ja offen, damit ihr es leichter anpassen könnt. Ihr könntet die jetzt zusammengefasst einfach mit der Overlock versäubern, wie ihr wollt. Sieht okay aus. Wenn ihr es aber ein bisschen schicker haben wollt, dann stellt euch hier aus euren Oberstoff einfach einen Schrägstreifen her und dann fassen wir nämlich hier diese offenen Kanten einmal mit einem Schrägband ein, links und rechts. Und wenn ihr die dann nämlich geschlossen habt und ordentlich auseinandergebügelt habt, dann habt ihr hier dann ein schönes Schrägband, was eben die offenen Kanten ziert und jetzt keine Overlocknaht oder ähnliches. Bevor jetzt dann der Rock dran kommt, müsst ihr natürlich noch eure exakte Taille bestimmen. Dazu verlinke ich euch jetzt aber die weiteren Videos. Einmal eben, wie ihr den Rock näht und die Taille bestimmt und natürlich auch, wie ihr euch verschiedene Schürzenarten dann noch nähen könnt. Aber in der Bildanleitung ist ja natürlich auch alles beschrieben. Und schon ist euer Mieder für das Dirndl Isabella auch schon fertig. Ich verlinke euch jetzt hier auch noch einmal die Videos zur Dirndlschürze und vor allem auch für den Dirndl Rock. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim weiteren Nähen und dann vor allem, wenn ihr fertig seid, ganz viel Spaß beim Ausführen von eurem Dirndl.